Zunächst einmal habe ich den Eindruck, dass das letzte Jahr wie ein Treibsatz auf die Digitalisierung auch im universitären Bereich gewirkt hat. Man hat plötzlich auch im Umgang mit den eigenen Studierenden erkannt, wie wichtig Digitalisierung ist, auch in den Schulen übrigens. Und da sind wirklich Meter gemacht worden, wenn ich das so umgangssprachlich sagen darf. Und auch die Programmatik der Universitäten und Hochschulen tut ihr Übriges. Ich finde es sehr gut, dass da eine Zufriedenheitsstudie gemacht wird, dass vor allem die Studierenden auch sehen, wie sehr trifft ihr Studium die Inhalte, die in der Wirtschaft nachgefragt sind. Oder wie daneben liegt es, irgendwo wird es wahrscheinlich dazwischen sein, denn solche Studien bei der rasanten Entwicklung in unserer Zeit müssen ja immer wieder angepasst werden. Ich kenne das Ergebnis noch nicht und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Die Paris-London-Universität hat mit einem großen Schritt darauf reagiert, indem mit Jänner 2022 eine eigene Fakultät für digitale und analytische Wissenschaften gegründet wird, um auch sozusagen die Bemühung und den Weg der Universität nach außen hin sichtbar zu machen mit einer formalen Institution. Ich halte das für enorm wichtig. Dort wird man Bereiche, die schon jetzt sehr erfolgreich sind, wie zum Beispiel die Geoinformatik oder die HCI, also Human Computer Interaction von Professor Celigi, die mathematischen Studien, die Computerwissenschaften, viele andere Bereiche, die jetzt zum Teil schon da sind, aber auch neu entwickelt werden, wie zum Beispiel KI, künstliche Intelligenz, zusammengefasst werden. Und dort wird es dann darauf ankommen, dass wir am Standort eine gute Mischung aus Grundlagenforschung und angewandter Forschung finden, eine gute Mischung aus Ausbildung von Forschern auf der einen Seite, aber auch von jungen Menschen, die in die Wirtschaft gehen, in die Unternehmen gehen, sich unter Umständen selbstständig machen und in diesem Bereich kreativ erfolgreich sind. Und auch die Universität Mozarteum will ein eigenes Gebäude für ihre Digitalisierungskompetenzen und auch für den Gesangsbereich im Kurgarten entwickeln. Da laufen auch die Gespräche schon. Also es tut sich in dem Bereich sehr, sehr viel. Darüber bin ich sehr glücklich. Und vielleicht braucht es dann auch noch so einen Kulminationsort. Das könnte unter Umständen die Pioniergarage sein, an der wir gerade arbeiten, dass man eben spezifisch einen Ort für nicht nur Digitalisierung, sondern digitale Kreativität hat. Denn kreatives Arbeiten ist heute eigentlich ganz überwiegend nicht mehr zu trennen von digitalen Hilfsmitteln. Und letztlich bleibt das Digitale immer ein Hilfsmittel. Den Inhalt muss man schon selber produzieren. Ich sehe generell in Digitalisierung nicht unbedingt eine Verdrängung von was Realem. Also ich glaube, das ist schon was, was wir uns eigentlich irgendwie als Menschen einfach auch weiter bewahren sollten. Nicht alles, was man digitalisieren kann, sollte man vielleicht auch digitalisieren. Das, was wir sehen, oder das, was ich persönlich sehe jetzt gerade im Bereich VR oder auch AR, ist, dass die Hemmschwelle für Leute, die das nicht kennen, sehr hoch ist. Die denken sich, das ist Teufelswerk. In meinem Betrieb ist es einfach eine Möglichkeit, das Erlebnis zu verbessern, denke ich. Also ist immer die Frage, aus welchem Grund betreibt man Digitalisierung? Ich glaube, wir dürfen einfach einen Fehler nicht machen, das eine gegen das andere auszuspülen. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Konsumgewohnheiten da draußen und die müssen wir auf allen Plattformen bestmöglich bedienen. Ich glaube, es ist eine Riesenchance, andere Zielgruppen anzusprechen, die auf anderen Wegen zu erreichen. Wir erreichen Zielgruppen, die vielleicht beeinträchtigt sind, die gar nicht ins Museum gehen können. Wir erreichen Zielgruppen, die in vollkommen anderen Ländern um 23 Uhr sich die Sammlungen des Domquartiers anschauen. Das sind großartige Chancen, glaube ich. Wir sind das Silicon Valley des Skisports. Das heißt, wir führen hier die Ströme zusammen, die wichtig sind, um am Weltmarkt erfolgreich zu sein und gute Produkte zu bauen. Und ich glaube, auch die Krise hat das wieder beschleunigt. Also wenn ich jetzt mich selber vorstelle, ich arbeite 50% aus dem Homeoffice, ich kommuniziere mit der ganzen Welt, ich habe verschiedene Gadgets vor mir, die ich vor 5 Jahren noch nicht kannte und es funktioniert. Also man muss einfach ein bisschen Offenheit haben und lernwillig sein und dann wird man merken, dass die Digitalisierung, wenn man bestimmte Regeln beachtet, absolut ein wertvolles Gut ist, das uns hilft, auch Standort zu sichern, wettbewerbsfähig zu sein und gute Arbeitsplätze hier in Österreich zu schaffen. Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde
zum Thema Standort und Transformation. Wir wollen ein bisschen eine Think Tank-Runde umsetzen zum Thema Digitalisierung, Transformation. Was passiert am Standort? Was passiert in den Unternehmen? Was passiert mit den Menschen? Wohin wird die Reise gehen? Und was sind Dinge, die uns wirklich weiterbringen? Und zu diesem Thema haben wir eine sehr hochkarätige Expertenrunde zusammengestellt. Eine Art Customer Journey von der Universität, von der Forschung und Ausbildung hinein in Leitunternehmen, hinein in Technologieunternehmen. Und auch begleitet von einem Informatiker und Philosophen, der uns ein bisschen die Sicht über den Tellerrand hinaus geben kann. Die Digitalisierung ändert alles. Das beginnt bei dem, was wir heute überall sehen. Der Unterricht in den Schulen wird verändert. Aber es greift ganz tief an grundlegende Konzepte an, die wir traditionell eigentlich für dauerhaft gehalten haben. Also ich bringe ein paar einfache Beispiele. Früher haben wir gedacht, Schachspielen, das ist etwas, wo wir uns zu zweit hinsetzen, ein Brett nehmen und Figuren aufstellen vor einem Kaminfeuer und gemeinsam ein Glas Wein trinken. Heute ist Schachspielen eine algorithmische Rechenaufgabe geworden, die es zu lösen gilt in möglichst kurzer Zeit. Früher dachten wir, einen Film zu produzieren, das hat was zu tun mit der Organisation von Menschen, mit dem Schreiben von Drehbüchern, mit dem Umsetzen in Video oder damals noch eigentlich fotografischen Aufnahmen. Und heute ist es ein interaktiver Produktionsprozess, wo viele verschiedene Medien ineinandergreifen, wo nicht mehr einfach nur so klar ist, wer filmt wen, wer liefert welchen Inhalt, sondern wo es zu ganz neuen Strukturen und Prozessen kommt. Aber es geht bis in ganz traditionelle Dinge, bis zum Museum, wo das Museum plötzlich sich fragen muss, in einer digitalen Welt, was ist meine Rolle? Was ist das Museum? Kuratiere ich nur Objekte oder kuratiere ich plötzlich auch Daten? Und das ist das Trickreiche und vielleicht auch ein bisschen gefährliche an der Digitalisierung. Sie scheint oberflächlich einfach nur tradierte Prozesse zu nehmen und jetzt machen wir sie halt digital. Aber in Wahrheit greift es wirklich an den Kern der Dinge an. Es verändert die Dinge und es verändert sie nicht immer ganz einfach und nicht immer in einer klaren, vorhersehbaren Weise. Und das ist das Spannende, auch wenn wir als Mensch der Digitalisierung begegnen, wenn für uns die Frage natürlich dann lautet, was macht die Digitalisierung mit uns? Offenbar ist es nicht einfach nur so, dass wir uns irgendwo hinsetzen und das, was wir bisher einfach so konventionell gemacht haben, jetzt plötzlich halt auch digital tun, sondern wir müssen uns die Frage stellen, was wollen wir für ein Mensch sein im Digitalen? Was wollen wir denn überhaupt in der digitalen Welt werden? Was wollen wir dort machen? Und das berührt natürlich alle Fragen von dem, wie wir arbeiten wollen, bis zu dem, welche Kunst wollen wir genießen, wie wollen wir unsere Freizeit organisieren, mit wem wollen wir wie zusammen sein. Und das ist das Trickreiche an der Digitalisierung. Sie ist eben überall und sie ist nicht einfach nur eine Schicht, die wir drüberlegen, sondern sie greift in die ganz wesentlichen Dinge ein, auf eine Weise, die wir schwer vorhersagen können und derzeit auch nur schwer steuern können. Herr Smulle von der Firma Balfinger. Was war vor einem Jahr anders, als es jetzt ist und was macht die Digitalisierung mit Balfinger? Ich glaube, die Digitalisierung ist nicht etwas, das vor einem Jahr so vom Himmel gefallen ist, sondern etwas, das uns seit Jahrzehnten eigentlich beschäftigt. Wenn man die Produkte von Balfinger anschaut, haben wir vor 30 Jahren zu digitalisieren begonnen, als erstes um die Maschine rundherum, dass wir die Systeme einfach schlauer gemacht haben, um einen Kunden dabei zu unterstützen, letztendlich einen Job zu machen. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren, und da bin ich absolut einig, massiv beschleunigt. Was hat sich im letzten Jahr signifikant geändert? Wir haben einiges gelernt. Die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Dass es nicht notwendig ist, Vorgesetzter zu sein, also vorzusitzen und da zu sein und die Leute in Präsenz zu haben, sondern tatsächlich Telearbeit weiteres zu tun. Wir haben innerhalb von 2 Tagen über 2000 Mitarbeiter in die Telearbeit verabschiedet und unsere Effizienz, aber auch den Impact, den wir machen in der Produktentwicklung und weiteres, die hat sich eigentlich nicht wesentlich verändert. Sehr wohl aber allerdings die Beziehungen der Mitarbeiter zueinander. Und das ist durchaus auch jetzt nach über einem Jahr in der Krise und noch immer in der Telearbeit durchaus tagtäglich eine Herausforderung. Das Zweite, was sich beschleunigt hat, ist, wir nehmen uns am Standardproduktportfolio, ich bin im Inkubator ja tatsächlich für neue Produkt- und Businessmodelle auch verantwortlich, wir digitalisieren bei unserem Produkt, die werden smarter. So ein großer Kran, der entfaltet sich komplett autonom. Wir haben Autonomiefunktionen mit drauf, teilassistierte Funktionen, weiteres, die Standsicherheit machen. Das ist eine kontinuierliche Verbesserung und als Innovationsführer machen wir das weiter. Wir nutzen Daten in Echtzeit.
damit wir im Wesentlichen Servicemodelle und weiteres informieren. Das ist der eine Teil an den Produkten, die wir tun. Wir disruptieren uns aber selbst. Wir stellen zum Beispiel Inspektionsplattformen her, mit denen typischerweise Brücken inspiziert werden. Und vor Jahren waren schon in die Ideen in der Produktlinie, die das herstellt, die gesagt haben, die Drohnen kommen, wir könnten Bilder aufnehmen, das automatisiert bewerten und wir stellen kein Produkt mehr auf eine Bühne drauf, auf eine Brücke drauf, die diese Brücke auch blockiert. Wir haben vor 3 Jahren ein Joint Venture gegründet, tatsächlich, wie Sie vorher gesagt haben, mit einem Entrepreneur, der ins Unternehmen gegangen ist und eine vorhandene Idee in einem neuen Rahmen tatsächlich in die Umsetzung gebracht hat. Wir haben eine Firma gegründet, mittlerweile 3 Jahre und schon einen guten Umsatz, mit einem Team in Wien, das mittlerweile fast um die 35 Mitarbeiter hat und einen Kundenstock weltweit für die ASFINAG, ÖPP und weiteres tatsächlich auch diese digitalen Brückenaufnahmen macht. Und interessanterweise sind 2 Dinge passiert. Das eine ist, man hat zuerst Angst gehabt, man kannibalisiert einen bestehenden Geschäftsbereich durch die neue Technologie. Das Gegenteil ist passiert. Durch die Bewertung von so einem digitalen Zwilling einer Brücke, wo Sie wissen, wo ein Schaden ist, können Sie eine Maschine, eine Inspektionsplattform, so informieren, dass Sie schnell eine Wartungsarbeit machen können. Dass die Inspektionsplattform wird jetzt schon langsam eine Wartungsplattform. Wir können ein ganz neues Geschäftsmodell anbieten. Das Zweite, was auch passiert ist in der Krise, ist, wir haben Schwierigkeiten gehabt, zu unseren Endkunden hinzukommen und sind draufgekommen, dass vor allem diesen digitalen Services, wo wir einem Endkunden letztendlich einen Service anbieten, der selbst sich über diese digitale Plattform onboarden kann, in dem Fall zum Beispiel eine Firma in Dänemark, die eine Brückeninspektion für 25 Brücken machen kann, die nutzen unsere Technologie, wir haben den Kunden nie kennengelernt, außer digital. Es hat keine Onboarding- und normale Key-Account-Gespräche gegeben, bis man einen Vertrag unterschrieben hat und da hat uns die Krise extrem geholfen. Das Letzte, was sich wahrscheinlich ganz massiv verändert hat, und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, und ich glaube, das wird auch bleiben. Mehr Flexibilität, wahrscheinlich auch Qualität, mehr Fokus, wie Sie vorher gesagt haben, auf die Menschen dann auch. Und die Leute können sich besser aussuchen, wo sie ihre Arbeit tun. Das ist im wertschöpfenden Bereich nicht so leicht, im Angestelltenbereich mehr. Wir sehen da sehr viele Chancen als Palfinger in dieser Krise. Ich glaube, wir müssen einiges behalten. Der Mensch neigt dazu, hin und wieder zurück zu pivotieren. Wir sehen ganz aktiv und wir arbeiten daran, dass wir gewisse Dinge, die wir jetzt gelernt haben, auch dann tatsächlich halten. Frau Kopetzky, Access ist eines unserer digitalen Unternehmen fürs Ticketing, aber viel mehr. Sie unterstützen auch Branchen, Sportbranche, Wintersportbereich, Skihersteller bei der Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. Wenn ich nur den Skiverleih denke, ein Projekt, das Sie mit der Firma Stöckli in der Schweiz umgesetzt haben. Distancing ist ein zentrales Thema mit Covid geworden, wo natürlich Zutrittssysteme, das berührungslose Ticket sozusagen, Ticketkauf ohne manuelle Vorgänge immer wichtiger wird. Sind Sie ein Gewinner der aktuellen Situation? Haben Technologien, Innovationen in Ihrem Haus dadurch Vorschub bekommen? Also die Krise oder die Pandemie ist bei uns eventuell Brandbeschleuniger. Gewinner, glaube ich, gibt es in einer Pandemie nie. Wir bewegen uns selbst schon seit Anbeginn, seit 22 Jahren in der Digitalisierung. Wir haben am Anfang bereits mit unseren RFID-Tickets begonnen, den Prozess der Erkennung des Tickets zum Scanner und Verifizieren des gültig gekauften Tickets zu übernehmen. Das funktioniert schon seit 20 Jahren. Im jetzigen Stadion sind die digitalen Prozesse rund um diese Zutritte, die wir managen, wichtig geworden und viel, viel wichtiger geworden. Es geht nicht nur mehr um den physischen Zutritt, wie komme ich in ein Stadion, wie komme ich in ein Messezentrum auf einen Skilift, sondern die Prozesse rundherum. Wir haben seit Jahren schon in der Entwicklung diverse Partnersysteme und eigene Systeme entwickelt, sprich Kassensysteme, sprich den Skiverleih, den Sie bereits angesprochen haben. Wir unterstützen im Skibereich auch, wir gliedern die Skischule ein, wir gliedern die Hotels ein. Sie können auch Skitickets bereits an Rezeption im Hotel kaufen und sich entweder ausdrucken lassen oder auf Ihre bereits vorhandene Karte laden lassen, gehen einfach nur mehr dann zum Skilift und fahren Ski. Sie können auf der Hütte konsumieren. Wir haben mit Resort Charge eine wiederaufladbare Karte, beziehungsweise der Account, der dahinter liegt, ist wiederaufladbar mit Kreditkarten verbunden, wo Sie auch Ihre Familienmitglieder einladen können, wo Sie Ihre Kinder wiederum limitieren können und sagen können, Ihr Sohn kann nur bis 30 Euro konsumieren und nicht seine Kollegen auf Kaviarblinis einladen. Wir haben Parking integriert. Das ist unser Weg. Und dieser Weg ist jetzt in diesen Zeiten sehr beschleunigt worden natürlich,
weil durch Social Distancing das immer notwendiger wird. Wir versuchen momentan gerade auch noch mal einen Schritt weiter in die Zukunft zu blicken mit der digitalen Talstation, die Access Ticket Lounge, die wir momentan gerade entwerfen, beziehungsweise sämtliche Produkte für die nächste Saison bereits schon produziert und entwickelt haben, wo Sie online Ihr Ticket kaufen können, zu Hause, im Auto, am Handy oder am Tablet. Sie fahren ins Skigebiet, gehen einfach nur mehr in die Ticket-Lounge, die nicht mehr wie früher ein kleines Kassenhäuschen bedeutet, wo eine Person drinnen sitzt, wo dann Schlangen entstehen an Menschen, die man ja vermeiden sollte. Sie gehen an die Pickup-Box, holen sich mit dem QR-Code, der auf Ihrem Handy erscheint, Ihr Ticket und gehen Skifahren. Oder Sie gehen überhaupt mit dem Handy Skifahren. Wir haben jetzt massiv in die Bluetooth-Technologie hineinentwickelt und haben jetzt neue Pilotprojekte in 12 Skigebieten in Europa, wo wir probieren, wo wir einfach jetzt testen, wie es im freien Feld funktioniert, die Bluetooth-Antennen mit dem Handy zu verbinden. Sprich, in Zukunft werden Sie nur mehr mit dem Handy durch die Gates gehen, berührungslos, weil das Gate erkennt, Sie nähern sich, das bezahlte Ticket in Form des Handy nähert sich, wird erkannt, das Drehkreuz dreht, Sie gehen durch, Sie brauchen nichts mehr bewegen, Sie brauchen nichts mehr anfassen. Das ist unser Weg und dieser Weg geht natürlich in sämtlichen 5 Geschäftsfeldern von uns vonstatten, weil wir sind ja nicht nur im Skibereich groß, sondern auch im Messebereich, Fußballstadien, Freizeitparks. Wir haben gerade jetzt Yas Island in Abu Dhabi, ist letzte Woche in Betrieb gegangen. Die arbeiten schon mit Face Recognition. Da wird ein Account, den sie selbst anlegen, mit einem Selfie, wird verbunden mit ihrer Kreditkarte und sie gehen zu unseren Gates. Ihr Gesicht wird erkannt und sie gehen durch. Sie gehen ins Restaurant dort in diesem Freizeitpark und bezahlen mit ihrem Gesicht. Also das funktioniert alles. Im Stadion sind wir momentan am Entwickeln, um neue Algorithmen zu finden, große Menschenmassen zielgenau gesteuert, möglichst in kurzer Zeit und rasch ins Stadion einzulassen. Dort sollte man ja auch eben Menschenmassen und Ansammlungen vermeiden. Wir sind im Messebereich, haben wir jetzt auch massiv weiterentwickelt in diesem Jahr und können mittlerweile steuern und limitieren, wie viele Messezutrittstickets gekauft werden können, wie viele Menschen sich in einer Halle bewegen, ob sie noch auf einen Messestand als Besucher gehen können oder nicht, kann man alles steuern. Für Museen zum Beispiel auch. Museen können auch bereits limitierte Kontingente verfügbar machen. Das heißt, sie haben an einem Tag haben sie die Möglichkeit, 500 Besucher in ihr Museum einzulassen. Sie können das steuern, in welchem Saal wie viele Menschen sein dürfen und nicht. Es gibt dafür bereits eben die Software und die Hardware dafür, um all diese Prozesse übersichtlich, steuerbar und eben digital transparent zu machen. Arbeiten Sie auch mit Startups zusammen oder Kreativunternehmen? Ja, natürlich. Haben Sie da ähnliche Ansätze auch wie die Firma Balfinger mit dem Inkubator oder ein Programm auch am Laufen? Ja, wir entwickeln auf 2 Schienen inkubatormäßig, aber auch sehr am Markt orientierend. Wir haben ja direkten Kontakt mit unseren Endkunden und die sind die, die den Markt spüren, die wissen, was sie brauchen in Zukunft und wir sind die, die helfen im Hintergrund, die Dinge in diese Richtung zu entwickeln, wie sie der Markt notwendig macht. Wir haben zum Beispiel im ersten Lockdown, den haben wir genutzt oder unsere Entwickler genutzt und haben dieses T&M-Modul, Temperature and Mask, wo am Gate sofort erkannt wird, trägt der Mensch eine Maske, trägt er sie richtig, hat die Person Fieber oder nicht und erst dann dreht sich das Drehkreuz, erst dann wird die Person eingelassen. Selbst wenn sie ein bezahltes Ticket hat, kann sie nicht eingelassen werden, weil sie eben Fieber hat, erhöhte Temperatur. Diese Dinge ergeben sich dann aus dem Markt. Das heißt, wir entwickeln uns da in zweifacher Hinsicht hin. Oder wir versuchen auch immer, den Markt als unser Ziel zu sehen natürlich. Vielen Dank. Also spannende Technologien, interaktive Medien, völlig neue Wege auch, wie eigentlich der Mensch integriert werden kann in das Erlebnis, in die Medientechnologien. Dafür stehen auch
Die nächsten beiden Technologieunternehmen dürfen mit Herrn Frisch anfangen von der Firma Fresh Media GmbH in Salzburg. Sie sind auf 2D, 3D-Animationen einerseits spezialisiert und das andere ist auch Augmented- oder VR-Technologien, die bei Ihnen eine Rolle spielen. Um Ihr Unternehmen vorzustellen, was Sie machen, was ist Ihr spannendstes Projekt zurzeit? Es gibt sehr viele spannende Projekte und das ist auch, haben wir wirklich ein Privileg, dass wir die Möglichkeit haben, hier in Salzburg an vielen globalen, äußerst spannenden Projekten arbeiten zu können. Es wird ein hoher Grad an Innovation bei uns vorausgesetzt. Also wir sind quasi externer Innovation Department für viele global agierende Salzburger Unternehmen. Ein sehr spannendes Projekt, was auch den Salzburger Standort als sehr starken hervorhebt, ist ein Projekt, was wir letztes Jahr für Audi und die Salzburger Festspiele 100 Jahre Jubiläum produziert haben, was dieses Jahr durch eben die Pandemie bedingt verschoben wurde und dieses Jahr released wird, wo wir eben mit einem Münchner Startup zusammengearbeitet haben, wo auch wieder der Salzburger Standort zu München ein sehr guter ist. Das ist die Firma HoloRide, die setzt auf In-Car-Entertainment-VR-Systeme. Das bedeutet, dass Virtual-Reality-Systeme in Audis zum Beispiel integriert werden. Wir haben da die Möglichkeit gehabt und entwickelt die Inhalte diesbezüglich. Und da geht es um eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert, wo Salzburg quasi im 17. Jahrhundert detailgetreu, was wir recherchiert haben und nachgebaut haben, dargestellt wird. Man muss sich das so vorstellen, die Mitfahrer im Audi setzen die Brille auf, das Auto fährt durch Salzburg, die Inhalte georeferenziert, synchronisiert auf die virtuellen Inhalte. Das bedeutet, wenn das reale Auto eine Linkskurve macht, dann machen wir im virtuellen, macht in diesem Beispiel die Kutsche auch eine Linkskurve. Auch die Geschwindigkeit wird angepasst. Und dadurch haben wir auch im Virtuellen reale Kräfte. Und das ist natürlich sehr spannend und auch für die Zukunft natürlich ideal, weil In-Car Entertainment natürlich ein wichtiges Thema ist. Sehr spannende Projekte. Sie haben auch Ihr Unternehmen sehr gut vorgestellt. Vielen Dank. Wikitude, ich glaube, die länger schon im Geschäft tätig sind, damals die Firma Mobility. Das war sehr, sehr eine moderne Herangehensweise. Bereits 2011, vor 10 Jahren, seid ihr schon aktiv gewesen. Damals ein Ansatz eigentlich aus der Geoinformatik heraus, Augmented Reality-Lösungen zu entwickeln. Und hier, glaube ich, war es überhaupt die erste App, glaube ich, oder zumindest Open-Source-Software dann auch, wo derartige Lösungen dann in den Markt hineingebracht worden ist. Vor 10 Jahren war es noch nicht üblich, dass wir für alles eine App gehabt haben. Da war sie eigentlich wirklich Eisbrecher, Pionier, ganz vorne dabei. Und mittlerweile ist Wikitude, kann man sagen, wirklich in diesem Bereich ein weltweit bekanntes Unternehmen. Und auch an Sie die Frage, nachdem Sie vor 10 Jahren schon so spannende Sachen gemacht haben. An was basteln Sie zurzeit gerade? Von was werden wir in 10 Jahren dann sprechen, was Sie vor 10 Jahren gemacht haben? Also, tatsächlich gute Frage, danke dafür. Vor 10 Jahren hat man keiner das genauso abschätzen können, wie sie das entwickelt hat. Es zeigt zu einem auch, dass man eine gewisse Naivität, glaube ich, braucht, um zu gründen, um neue Ideen auszuprobieren und gar nicht an allzu großen Plan dahinter zu haben, sondern zu probieren und da die Möglichkeiten, die sie ergeben, zu nutzen. In unserem Fall war es ja die Beschleunigung des Ganzen dann, dass Google in dem Fall einen sehr großen App-Wettbewerb ausgerufen hat und diese Idee der App, Dinge zu visualisieren, die rund um einen sind und die georeferenziert sind, hat dann dementsprechend für Begeisterung gesorgt und das Preisgeld, das daraus dann entstanden ist, hat dann die Firma Wikitude de facto mal aus der Taufe gehoben. 10 Jahre vorwärts sind wir jetzt ein Technologieanbieter für Technologien im Bereich Augmented Reality mit Schwerpunkt oder Mixed Reality und sehen da, dass wir uns hin zu dieser
wie man es nennt, vierten Welle der Digitalisierung uns bewegen. Ja, die erste Welle war der PC, die zweite das Internet, die dritte Welle das Mobilgerät, und wir beschäftigen uns de facto jetzt mit Digitalisierungsthemen, die wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren dann die Firmen weiterhin beschäftigen werden. Palfinger hat da bereits auch schon einige erste Schritte getan, und das, unser vordergründiges Gerät oder Formfaktor, mit dem wir uns momentan beschäftigen, ist das Smartphone, weil es halt omnipräsent ist und ein so persönliches Gerät geworden ist, dass man mit dem halt auch einiges schon machen kann. An dem, was wir momentan arbeiten, ist es, dass wir uns hinbewegen zum anderen Formfaktor, wie man bei uns sagt. Also de facto, dass wir uns mit Smart Glasses beschäftigen, also dass das Display weg von der Hand hin zu den, zum, auf den Kopf, auf die Brille wandert, das dann sehr viele neue Möglichkeiten auch auslöst und bieten wird. Einerseits ganz praktisch jetzt mal für den Bereich zum Beispiel Wartung. Dort ist es wichtig, dass ich mit meinen Händen arbeiten kann und nicht das Smartphone in der Hand habe, eine digitale Anleitung sehe und dann herumdrehe. Das ist nicht sehr praktikabel. Wenn das an den Kopf wandert und ich die Hände frei habe und dort digitale Informationen genau dorthin bekomme, wo ich es benötige, ist das hilfreich und beschleunigt einige Dinge. Und das, warum wir eben von einer vierten Welle sprechen, oder ist, dass diese Technologien uns wegbringen vom 2D-Screen, vom Flachen hin zur Welt. Also sie wird die digitale Information dorthin bringen, wo wir uns bewegen, wo wir sind. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Entwicklung, die sehr schwer vorherzusehen ist. Da bin ich beim Herrn Prem. Ich glaube, das ist ein Bereich, der uns noch sehr viel beschäftigen wird. Und um da den Kreis zu schließen, VR oder auch AR ist, glaube ich, eine Technologie, die mit extrem viel menschlichem Wissen entwickelt wurde. Ja, um eine VR-Brille zu entwickeln oder eine Applikation zu entwickeln, dass sie die Sinne so täuscht, dass einem nicht schlecht wird und dass man wirklich da drinnen lebt, bedarf einen extrem hohen Grad an Verständnis des Menschen. Ein recht großer Teil der FH-Vorlesungen für AR beschäftigen sich ausschließlich mit dem Verständnis, wie der Mensch die Umgebung wahrnimmt und die Umwelt wahrnimmt, um aus dem heraus dann das so implementieren zu können, dass es für uns auch nützlich ist. Und ich glaube, bei diesem Bereich VR, AR ist es so, dass jeder von uns das mal auch ausprobieren muss. Ohne dass man die Technologie wirklich ausprobiert hat, kann man kaum mitreden. Also das ist ja tatsächlich ein Game Changer. Also es ist nicht nur ein, das ist ein bisschen was anderes, sondern dieser Umstand, dass wir die Daten dorthin bringen, wo sie uns nützlich sind, weg vom Bildschirm, wird sehr viel auslösen. Und wir mit Wikitude sind da mit drinnen, sage ich mal, als Technologielieferant. Die App, die das vor 10 Jahren auch losgetreten hat, ist für uns jetzt in den Hintergrund geraten. Wir liefern die Technologie, dass andere Unternehmen oder auch Agenturen ihre Use Cases umsetzen können, aber die sind sehr mannigfaltig. Also es ist eine horizontale Technologie, die bei Wartung, bei Promotions, also in ganz unterschiedlichen Bereichen auch eingesetzt wird. Wenn wir jetzt 10 Jahre projizieren, versuchen, was extrem schwierig ist, immer im Vorfeld angeschaut, was war vor 10 Jahren, da ist das iPhone 4 rausgekommen, da hat noch keiner von App Economy gesprochen. Was in 10 Jahren dann tatsächlich sein wird, ist extrem schwer, denke ich, auch, weil die Rate der Änderungen sehr hoch ist. Aber wovon ich überzeugt bin, ist, dass wir weniger am Smartphone und weniger auf flache Displays schauen werden und mehr im Raum, im Spatial Computing reden werden. Herr Rektor Lehnert, Sie sind der Chef der Universität Salzburg, haben gerade den Universitätsentwicklungsplan für die nächsten Jahre beschlossen. Die Universität ist mindestens genauso stark in einem Umstrukturierungsprozess, Transformationsprozess mit den ganzen Dingen, die wir hier gehört haben. Das Thema Digitalisierung geht weit hinaus über das Thema Technologiefächer, Datenwissenschaften. Es geht immer mehr um den Kontext, den Menschen. Die Universität Salzburg ist eigentlich von der Geschichte her sehr stark geisteswissenschaftliche Fakultät. Das Interdisziplinäre, das wir hier heraushören aus den Beiträgen, wird immer wichtiger. Auch in der Medizin, wir reden von Onkomathematik, wir reden von Simulationsmodellen in der Medizin, wir reden in den Kommunikationswissenschaften von völlig neuen Modellen, wo künstliche Intelligenz eine starke Rolle spielt. Wo wird sich die Universität hin entwickeln? Und vor allem auch die vielen Herausforderungen, die wir gehört haben, welchen Beitrag möchte die Universität Salzburg vor allem am Standort und natürlich darüber hinaus leisten in Zukunft. Ja, vielen ganz herzlichen Dank, Herr Magister Haas, für die
für die Frage. Das war ein ganzer Fächer an Fragen, den Sie gestellt haben. Lassen Sie mich vielleicht einleitend sagen, dass ich es wirklich ganz toll finde, dass auch die Universität in einem solchen Kreis wie hier sitzt. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahren noch nicht wirklich selbstverständlich. Und dass in einem Rundgespräch, an dem Vertreterinnen, Vertreter der Unternehmen sitzen und Start-ups sitzen, dass da die Universität auch ihren Platz findet. Und das alleine, finde ich, ist schon ganz, ein ganz, ganz tolles Zeichen und zeigt auch, dass wir vielleicht mit manchen Überlegungen, die wir haben, hier auf dem richtigen Weg sind. Sie haben zwei Stichworte gegeben. Entwicklungsplan, den wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten verfasst haben. Und natürlich das Stichwort der digitalen Transformation, die an uns genauso wenig spurlos vorbeigeht wie an allen anderen auch und wie an den Unternehmen der Region auch. Der Entwicklungsplan für die Universität und der für uns schon etwas sehr Verbindliches ist. Den haben ja, wie das, glaube ich, auch viele mitbekommen haben in den Medien, das ist ja, hat ja durchaus eine gewisse Resonanz in der Öffentlichkeit auch gehabt, der erfindet schon ein Stück weit die Universität neu, wobei ich überhaupt nicht sagen will, dass diese Universität jetzt wirklich von Grund aus neu erfunden werden musste, ganz sicher nicht. Es ist eine Universität, die wirklich einen tollen und langen und wichtigen Weg zurückgelegt hat, sehr erfolgreichen Weg zurückgelegt hat. Aber wir hatten es jetzt wirklich mit einer ganzen Reihe, und Sie haben das Wort benutzt, von Brandbeschleunigern. Wir haben das mit einer ganzen Reihe von Brandbeschleunigern auch für den Entwicklungsplan und für die weiteren Pläne der Universität zu tun gehabt. Und ganz sicher ist die Digitalisierung einer der Beschleuniger gewesen, ganz sicher aber auch, und das war ja auch das Eingangsstatement von Professor Brehm, ganz sicher war es auch die völlig neue Zeit, auch Corona-bedingt neue Zeit, in der wir uns befinden, auch die Wahrnehmung einer neuen Zeit. Ich scheue mich, das Wort der neuen Normalität zu benutzen, weil das impliziert, dass wir wieder etwas annehmen, als etwas als Gesetz sehen, was uns vorgegeben wurde durch eine virale Entwicklung. Wir sollten jetzt das, was in den Medien als neue Normalität bezeichnet wird, selbst gestalten, und dann ist es vielleicht eine ganz andere. Aber wir nehmen das auf. Und wir haben es so aufgenommen, dass wir gesagt haben, ja, die Universität Salzburg hat einen sehr wichtigen und traditionsreichen geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt. Aber wie schaffen wir es, jetzt wirklich den nächsten großen Schritt in der Entwicklung der Universität nach vorne zu machen, aber gleichzeitig auch nach links und rechts, indem wir noch mehr in die Gesellschaft und in die aktuellen gesellschaftlichen, technologischen Entwicklungen eintauchen. Und wir haben das auf der Ebene der Struktur, wenn man so will, gelöst, indem wir der Universität ein neues Gesicht gegeben haben. Und wir haben gesagt, das, was wir an vielen Kompetenzen und Talenten in unseren Fachbereichen und Fakultäten haben, dass wir das einmal sortieren und dem versuchen, wirklich eine neue, kohärente, sinnvolle Struktur zu geben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Menschen immer dann wirklich gut zusammenarbeiten, wenn sie in einer gut definierten Struktur sind und genau wissen, wer sind die Gesprächspartner links und rechts von mir, die ticken ähnlich, die haben ähnlichen Kontext. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Das ist auch dann einstimmig so alles verabschiedet worden, dass wir aus den bisherigen 4 Fakultäten 6 Fakultäten gemacht haben. Und ich will nur an der Stelle erwähnen, dass eben eine dieser 6 Fakultäten Fakultät für Daten- und analytische Wissenschaften ist und in der das ganze Spektrum auch der digitalen Transformation und der Datenwissenschaften eben sehr einheitlich abgebildet ist, auch mit einem neuen Fachbereich, der sich dem Thema künstliche Intelligenz widmet, auch Studiengängen, die sich diesem Thema dann widmen werden.
Und um bei diesem Stichwort zu bleiben, der Digitalisierung, der digitalen Transformation der Hochschule, war es uns ganz, ganz wichtig, dass wir Digitalisierung nicht als Selbstzweck betrachten, sondern es ist ein Querschnittsthema, es ist eine Aufgabe, und eine unglaublich spannende Aufgabe und wesentlich mehr, und das haben ja alle Beiträge hier auch wirklich gezeigt, wesentlich mehr als das, als nur die Entwicklung einer App oder die Elektronisierung eines Reisekostenformulars. Es ist wirklich die Möglichkeit, auf mehreren Ebenen auch Linien, Brücken durch die Universität zwischen den Fakultäten zu ziehen, indem wir die Möglichkeiten dieser Transformation nutzen, um zum Beispiel die Geisteswissenschaften mit einzubinden. Stichwort, ein ganz wichtiges Stichwort für uns, die Digital Humanities, indem wir wirklich sagen, wir haben Schätze in den Geisteswissenschaften, angefangen von mittelalterlichen Inkunablen bis hin zu Bildern, bis hin zu Filmen, die wir neu bearbeiten können in ganz neue Repositorien, das heißt wirklich in Datenbanken zu überführen, mit denen man wieder ganz neue Möglichkeiten der Interpretation auch dieser Schätze im Wortsinne dann auch hat. Und ich bin wirklich begeistert, wie das bei uns aufgenommen wird und dass ganz viele auch von unseren, von den Kolleginnen und Kollegen gerade auch aus den Geisteswissenschaften sagen, so da möchten wir wirklich mitmachen, und das bringt wirklich alle wieder zueinander. Das ist das Schöne. Oder mein zweites Beispiel zu nennen, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz nutzen, um Entscheidungsprozesse zu steuern. Ja, Sie haben das Beispiel genannt der Präzisionsmedizin oder der Onkomathematik. Das geht von den Lebenswissenschaften, wo wir wirklich aus Daten extrapolieren, um mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, mit maschinellem Lernen auch zu Schlussfolgerungen kommen. Das hilft in der Medizin, in den Lebenswissenschaften, aber es hilft auch den Juristen und den Wirtschaftswissenschaftlern, die künstliche Intelligenz für ihre Entscheidungsfindung benutzen. Also ich glaube, man muss kein Glaskugelleser sein, um zu sagen, dass in 10, 20 Jahren die Entscheidungen, auch die Juristen treffen, dass die im Wesentlichen auf Prinzipien auch der nicht nur von Daten, sondern auch der künstlichen Intelligenz basieren. Das wird eine unglaubliche und unglaublich spannende Entwicklung sein. Und wir haben daher auch eines unserer vier Leitmotive, die wir der Universität gegeben haben, Digital Life genannt, um klarzumachen, es handelt sich mit den Möglichkeiten und dem Prozess der Digitalisierung um etwas sehr Verbindendes, extrem lebensnahes und auch etwas, und das war ja der Ausgang der Überlegungen auch vorhin, etwas, womit wir den Menschen auch wirklich in den Mittelpunkt stellen. Ja, vielen Dank. So, auch die Universität setzt auf Innovation. Ich glaube, man hat gesehen mit den vielen Beiträgen, mit den vielen Aspekten, die wir kennenlernen durften, dass in Salzburg einiges los ist. Und ich glaube, Standort, wir gerade jetzt die Energie, die Kräfte bündeln sollten, um auch durchzustarten. Die Krise hat unseren Standort sicher besonders betroffen. Dann natürlich der Tourismus, die Gastronomie sehr leidet, aber dieses Kreativpotenzial, das wir in Salzburg haben, das Innovationspotenzial, die Technologieunternehmen, die oft leider ein Stück weit auch hinter dem Vorhang sind, nicht so sichtbar sind. Ich glaube, da haben wir eine enorme Kraft, und deswegen möchte ich noch eine abschließende Runde machen. So nach dem Thema, was uns Richtung Zukunft wirklich weiterbringt am Standort Salzburg. Was wären so die Wünsche? Wo müssen wir genau hinschauen in der Weiterentwicklung des Standortes? Einerseits natürlich auch, wenn wir schon den Herrn Rektor da haben, in Richtung Ausbildung, Weiterbildung, Forschung, aber auch, was wir am Standort mehr im Auge betrachten sollten oder im Auge haben sollten, wo vielleicht Dinge abgehen, die einfach wichtig sind. Wir sind nicht Berlin, wir sind nicht Wien, wir sind nicht Los Angeles, wir sind Salzburg. Wir haben Kultur, wir haben Kunst, wir haben Tourismuskompetenz, wir haben tolle einzelne Betriebe, keine starken Leitbranchen, aber aus dem Besonderen heraus,
aus dem besonderen Mix, den wir in Salzburg haben, glaube ich, können wir unser eigenes Profil entwickeln, unser eigenes Herausstellungsmerkmal entwickeln. Und ich glaube, in Salzburg kann man auch sein Ding sehr gut umsetzen. Und das würde mich ein bisschen interessieren, was hier Ihr Input wäre, wo wir genau hinschauen müssen und was auch Sie brauchen würden als Unternehmen, was wir am Standort umsetzen könnten. Ich glaube, es sind aus meiner Sicht drei Dinge. Das eine ist, Herr Nagel hat das auch vorher gesagt, das Innovieren in Ökosystemen wird immer wichtiger, dass man Experten drauf tut und da müssen sich Partnerschaften verändern. Wir haben sehr oft noch Kunden-Lieferanten-Beziehungen und de facto, wenn wir Wertschöpfungsübergänge tatsächlich auch für Kunden irgendwie besser machen wollen, muss man schauen, dass man mit Experten gemeinsam zusammenarbeitet und das gilt auch innerhalb der Unternehmen, in der Kollaboration auch mit Startups und weiteres. Das heißt aber letztendlich auch Kontrolle aufgeben. Ja. Und da eine Plattform zu schaffen, wo Unternehmen dann tatsächlich auch miteinander an Ideen arbeiten können, ist aus meiner Sicht ganz was Wichtiges, aber auch die Bereitschaft hierzu. Ich möchte nur ein Beispiel sagen, unser Startup ist im Wesentlichen nichts anderes als ein Joint Venture aus drei Experten, einem größten Ziviltechnikbüros, an Vermessungsbüro in Graz, die Expertise in Fotogrammetrie haben, die Technologien mit eingebracht haben, über die du vorher gesprochen hast, nämlich auch KI und die VR und weiteres und dann Balfinger, der den Marktzugang und das Verständnis hat. Und ich glaube, so funktioniert Innovation in Zukunft, das zu schaffen, dass man das miteinander macht, ist, glaube ich, der eine Teil. Der zweite Teil ist, und Herr Nagel hat das auch vorher gesagt, wir haben etwas gestartet, 10 Jahre später haben wir ganz eine andere Lösung daraus. Das beinhaltet aber auch, dass die Mitarbeiter, die in Unternehmen sind, sich kontinuierlich die Bereitschaft haben, sich zu verändern und dass ein Angebot da ist zum Lebenslernen. Und ich glaube, die Universität, deren Aufgabe ist es nicht mehr, ein Berufsbild zu kreieren, deren Aufgabe ist uns, die Unternehmen und die Gesellschaft zu begleiten und entsprechend ein Bildungsangebot zu machen, sodass man im Wesentlichen sich weiterentwickeln kann, weil das Wichtige ist, was Neues entsteht nur da, wenn alte Denkmuster, ich sage es jetzt ganz brutal, zerstört werden oder auf die Seite gestellt werden, damit es Platz hat, was Neues zu machen. Und das Dritte ist, man sollte Salzburg nicht schlecht reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe fast 20 Jahre im Ausland verbracht und Zeit braucht, drauf zu kommen, wie schön es eigentlich in Österreich ist, wie toll die Location ist, weil man schnell in München, in Wien und weiteres ist. Und vor allem die Telearbeit hat uns gezeigt, Salzburg ist international. Es ist global, es ist aber eine Bereitschaft, muss dazu da sein, das auch so zu nutzen. Also insofern aus meiner Sicht ein attraktiver Standort, indem man auch wirklich weiter als Unternehmen investiert, wie als Balfinger, wir investieren gerade auch in Salzburg signifikante Summen, um neue Mitarbeiter auszubilden, weiterzubekommen. Und insofern glaube ich auch ein bisschen Selbstbewusstsein neben Kultur, dem Medienstandort, der wichtig ist, ja, für das, was ist, ja, und das auch entsprechend zu kommunizieren, weil ich glaube, wir brauchen es in Salzburg da auch nicht wirklich verstecken und das sagt jetzt nicht der globale Weltmarktführer in Lifting Solutions, sondern aus dem Verständnis heraus, dass da ein Porsche ist, dass da sehr viele Start-up- und Tech-Unternehmen da sind, weitere Unternehmen, universitäre Bereiche, die einfach zum Wachsen beginnen. Ich glaube aber, das Netzwerk zu nutzen, wirklich miteinander zusammenzuboxen und gemeinsam zu innovieren, das wäre die eigentliche Stärke. Weil dann steht nämlich der Mensch im Mittelpunkt, dann steht eine Idee mit da, weil letztendlich Technologie ist nichts anderes als Menschen und mir gefällt das ganz gut, wenn man Daten dann auch tatsächlich in den Lebensraum mit reinnimmt, die Menschen dabei zu unterstützen, was Neues zu tun oder höhere Qualität im Leben oder in seiner Arbeit zu haben. Und ich glaube, das können wir gemeinsam da locker schaffen, da bin ich sehr positiv. Fast schon ein perfektes Schlusswort, aber das war nicht beabsichtigt. Von Kopetzky von der Firma Access. Also ich kann mich dem Wort nur anschließen, in eigentlich sämtlichen Belangen. Ich glaube auch, dass das Netzwerken in Zukunft sehr, sehr wichtig ist, dass wir in Salzburg alle einen hohen Fachkräftemangel ursprünglich haben. Deswegen gründen ja auch alle Unternehmen, die international tätig sind, in anderen Ländern Subsidiaries, um dieses, in unserem Fall Software Development, zu generieren zu können, das wir brauchen. Wir haben zum Beispiel in Bielowa eine eigene Niederlassung mit 15 Mitarbeitern, die nur im Software Development sind, weil wir sie hier nicht bekommen. Also hier nachzujustieren wäre für uns und für andere Unternehmen auch wichtig. Auf der anderen Seite schließe ich mich da jetzt sehr an mit dieser lebenslangen begleitenden Universität, die eben nicht nur dann Halt macht, wenn man sozusagen sein Berufsbild erreicht hat, sondern eben Bildung geht weiter, Bildung endet nie. Und da auch noch Unterstützung hätte oder Angebote hätte eben, für Leute, die ja dann auch hier sind, weil die Menschen, die bei uns arbeiten, sind ja alle kreativ und die wollen ja weiter sich bilden.
Und die wollen ja weiterkommen und dementsprechend auch Angebote wiederfinden. Die Idee dieses Netzwerks eben sehr, sehr wichtig, weil man nur gemeinsam eben auch hinsichtlich eben IT-Technologien sich einander reiben kann und auch befruchten kann. Wir entwickeln ja auch mit anderen Unternehmen gemeinsam, wie eben Face Recognition mit dem Fraunhofer-Institut. Das können wir ja auch nicht alleine. Und diese ergänzenden Teile sind einfach sehr, sehr wichtig. Als Standort finde ich Salzburg auch nicht schlecht. Ich habe mir das seit unserem letzten Gespräch nochmal überlegt. Eigentlich kann Salzburg meiner Meinung nach sehr wohl mit München und Berlin rittern, weil in unserem Unternehmen sehe ich, dass junge Menschen mehr auf Lebensqualität abzielen als auf nur Bespaßung, Entertainment, Diskotheken oder whatever. Bei uns im Unternehmen kommen junge Menschen, die fragen, wie unser Zeitmodell aussieht, ob sie Freizeit haben, ob wir flexible Zeitkonzepte haben, was wir sonst noch bieten, was wir an sozialen Dingen bieten. Daran sind die jungen Menschen interessiert. Und ich denke, dass Salzburg hat dieses alles zu bieten. Junge Menschen sind sehr aktiv. Wir bieten Skivergnügen innerhalb einer Stunde mit unseren Bergen. Im Sommer Bikevergnügen. Auch Bergen, See, wir haben das alles. Wir bieten Kultur, das können wir auch. Wir sind eine mittelgroße Stadt, sprich man ist innerhalb von kürzester Zeit in seiner Freizeitzone, in der man seine Freizeittätigkeiten nachgehen kann und Spaß haben kann an dem. Man ist genauso, wie Sie schon gesagt haben, innerhalb einer Stunde in München, wenn man gerne die größere Stadt schnuppern möchte, oder in 2,5, 3 Stunden in Wien, wenn man die größere Stadt in einer anderen Richtung schnuppern möchte. Es gibt einen Flughafen, wo man weg kann, also zu normalen Zeiten zumindest. Und so gesehen denke ich, von Lebensqualität her haben wir alles. Vielleicht müssen wir nur den Fokus auf das Meer legen, dass wir uns mehr nach außen, also meine Aufgabe ist ja Marketing, dieses mehr nach außen hin transportieren, was wir alles bieten, wie toll das ist. Nicht, was wir nicht bieten, sondern was wir bieten. Ich möchte bei den Unternehmen weitermachen. Herr Nageli, wie sehen Sie das? 3 Wünsche an den Standort. 3 Wünsche an den Standort. Nein, zuvor noch. Sie haben gesagt, Salzburg ist nicht Berlin und nicht Wien oder das Silicon Valley. Ist einer, der in allen 3 Städten oder Bereichen auch tatsächlich gewohnt hat, bin ich froh, dass wir das nicht sind. Und ich gehe noch ganz d'accord. Also wenn ich in den USA präsentiere, ist ein Teil davon meistens irgendwie Kulturvermittlung oder Spiele mit der Wahrnehmung von Salzburg und von Österreich. Das geht in den USA sehr gut mit Sound of Music oder mit Mozart und Mozartkugeln. Ich habe bis jetzt noch nie irgendeine negative Stimmung daraus gespürt. Ja. Also Salzburg steht schon für etwas und ich glaube, das braucht man gar nicht unbedingt ändern. Sondern sie hat einfach, glaube ich, sehr stolz auch zu sagen, was wir haben. Und Lebensqualität ist einer der wesentlichen Aspekte für mich neben der Digitalisierung. Ganz nach dem 3. Newtonschen Gesetz, eine Kraft erzeugt eine Gegenkraft, ist, glaube ich, der Trend zur Digitalisierung wieder ein Trend zu diesem Digital Detox, obwohl mir der Begriff überhaupt nicht gefällt, weil die Digitalisierung nichts Giftiges ist, wird da genauso in die Richtung gehen. Ja? Also Lebensqualität wird einen großen Stellenwert für uns einnehmen. Und diese beiden Trends kann man sehr wohl miteinander auch verbinden und gemeinsam irgendwie weitertreiben. Um diese sozusagen weniger vom Digitalen auch stimmig und authentisch zu entwickeln, braucht es ein Wissen vom Digitalen. Das wäre, glaube ich, mein erster Wunsch in Richtung Ausbildung. Da bin ich vorsichtig mit Bildung und Ausbildung. Ich sehe die Universität immer eher als Bildungsträger und Bildungsgenerierer und andere Träger als eher die für die Ausbildung dann zuständig sind oder für die Berufsbildung. Wobei da auch eine große Chance sehe, gerade im Bildungsbereich, sich dem Digitalen und dem digitalen Humanismus irgendwie anzunehmen und das aus der Betrachtungsweise zu sehen. Für meinen Geschmack haben die Technologieunternehmen zu viel am Sozialen jetzt oder die sozialen Veränderungen vor sich hingetrieben, ohne dass jetzt auch aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich hier entsprechend Gegendruck kommt. Ich glaube, das ist ein Trend oder ich hoffe, dass das ein Trend wird. Ich sage mal, die Datenschutzgrundverordnung ist ein erster Versuch, der uns alle mit Cookies tagtäglich nervt, aber die Idee dahinter, Hoheit über die eigenen Daten zu erlangen, glaube ich, das ist richtig.
Also was entscheidend sein wird, ist, dass wir weiterhin Mitarbeiter bekommen, auch hier an den Standort Salzburg, die eine fundierte Ausbildung haben in dem Bereich. Und ich glaube, da muss man ein bisschen von den üblichen Mustern weg. Muss ein Softwareentwickler 4 Jahre auf der FH zuerst sein oder reicht es, dass das etwas ist, dass es Ort Lehrberuf auch tatsächlich geht? Coding Schools, das sind interessante Sachen. Und wir sprechen zwar immer von Digital Natives, das heißt für mich, dass die zwar mit den Smartphones aufwachsen oder mit den Applikationen, aber nicht darüber Bescheid wissen, was die Hintergründe der Digitalisierung sind. Das heißt, wenn jemand mit Instagram umgehen kann, heißt das nicht, dass er verstanden hat, was da im Hintergrund alles läuft. Und das sind, glaube ich, wichtige Aspekte, die es in die Lehre oder in die Ausbildung mit zu integrieren gilt. Ich spreche jetzt nicht davon, dass jeder programmieren können muss. Ich glaube, das ist nicht das Ziel. Aber das Verständnis, was im Hintergrund läuft, um diese Werkzeuge dann in weiterer Folge auch anwenden zu können, das wäre wichtig. Der zweite Punkt, glaube ich, ist, wir tun uns in Salzburg noch schwer, dem Digitalen auch öffentlichen Raum zu geben. Diese schöne Barockfassade der Altstadt, die sehr mächtig darstellt und die auch seinen Charme hat, glaube ich, dürfte durchaus auch um ein paar digitale Leuchttürme, vielleicht tatsächliche Leuchttürme auch ausgebaut werden, um dem auch Raum und Platz zu geben und in der Öffentlichkeit zu zeigen, dass es hier was gibt. Linz macht das sehr gut mit dem Ars Electronica Center, das ist eine sehr spannende Initiative, schon sehr früh, oder auch die Tabakfabrik. Also ich glaube, Raum dem Digitalen zu geben, wäre kein Fehler. Und auf das, was da vorhin noch gesagt wurde, der Austausch, das ist das, was ein Standort tatsächlich bieten kann. Das ist auch das, was Talent dann bindet, wenn ich mich mit Gleichgesinnten und Ähnlichgesinnten austauschen kann, andere Perspektiven, das ist spannend. Da glaube ich, kann ein Standort Attraktivität zeigen. Herr Frisch, was würden Sie noch ergänzen an Wünschen? Also ich selbst sehe das auch so, dass die Lebensqualität in Salzburg eine sehr hohe ist und wichtig, ein motivierter Salzburger, sprich Work-Life-Balance, hat einen sehr hohen Output und kann gut an kreativen Inhalten mitwirken und innovativen Projekten arbeiten. Ich persönlich war selbst ein Jahr in den USA und habe dort als Character Animator gearbeitet und Compositing Artist. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich Salzburg auch ganz anders gesehen, also von der Wertschätzung. Darum finde ich Salzburg ideal, auch mit den Firmen, mit denen man hier im Umfeld global zusammenarbeiten kann, die Möglichkeiten an großen Projekten zu arbeiten, von Salzburg aus mit dieser Lebensqualität ist hervorragend, finde ich. Also wir selbst arbeiten mit der FreshFX auch mit Firmen in Silicon Valley zusammen, sind aber hier in Salzburg und das ist ein der springende Punkt für mich. Ja, vielen Dank. Sehr viele Wünsche auch an die Universität, ja, Herr Rektor. Viele und sehr gut. Also jetzt, ich freue mich, dass es ein tolles Salzburg-Marketing auch ist, was wir hier machen. Und es ist ja fast alles schon gesagt worden. Vielleicht eins noch, dass die Wege wirklich extrem kurz sind, also zwischen allen Playern hier vor Ort. Und das erlaubt dann auch schnelle Entscheidungen ohne unendlich lange Diskussionen. Und ich glaube, da sind wir hier in Salzburg wunderbar aufgestellt, um das zu machen, auch wirklich mit einer Zielrichtung. Und die Universität wird ganz sicher dazu beitragen. Sie sieht sich wirklich als Bildungseinrichtung in der Mitte der Gesellschaft und gestaltend auch und richtet sich auch danach aus. Denn wenn man sich so den Verlauf anguckt über die vielen letzten Jahre, was Studiengänge angeht, das war so ein bisschen die 80er Jahre, da gab es so ein Portfolio von wenigen klar definierten Studiengängen und die sich erweitert haben in den 80er, 90er Jahren, haben ein bisschen so die gesellschaftliche Wirklichkeit wiedergespiegelt mit etwas exotischen Studiengängen auch. Dann kamen Crossover-Studiengänge, wo man mehrere Richtungen miteinander verbunden hat, Wirtschaft, Kultur mit Sprache und so weiter. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt müssen wir noch einen Schritt weitergehen und müssen wirklich auch mit unserem Angebot in die Gesellschaft gehen und unseren jungen Leuten auch ermöglichen, nicht nur an der Universität zu bleiben, sondern danach auch hier zu bleiben. Das heißt, wir müssen die Universität auch ein Stück weit als unternehmerische Universität verstehen mit den Möglichkeiten über Technologietransfer,
der an die Universität angebunden ist, in Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Region, denen genau die Chancen hier eröffnen. Und das ist, glaube ich, jetzt die Phase, die vierte Phase, in der wir uns befinden. Die ist unglaublich spannend, weil wirklich die Anregungen kommen, wir nehmen sie auf, geben welche zurück und schaffen vor allen Dingen ein Umfeld durch Transfermaßnahmen, auch als unternehmerische Hochschule im besten Sinne, um wirklich eine durchgehende Karriere Schule, Universität und Bleiben hier in Salzburg zu ermöglichen. Also perfekte Integration der Universität ins Ökosystem und ein wichtiger Beitrag, den Sie hier geschildert haben. Und Erich Brehm, nachdem du sehr viel international unterwegs bist, ich glaube vor kurzem sehr lange auch in Neuseeland warst, im asiatischen Raum warst, in Kanada wieder warst, sehr viele Standorte auch evaluierst, bewertest, die Innovations- und Technologiepolitik auch anschaust und weißt, wie dort die Entwicklungen laufen. Vielleicht jetzt wirklich der Blick zum Abschluss von dir als unabhängiger Experte auf dem Standort und was du uns mitgeben möchtest, was für dich vielleicht so richtig Salzburg ausmacht und was wären so die zwei, drei wichtigsten Dinge, die wir auch gerne als Innovationsagentur und Land Salzburg mitnehmen. Wir schreiben ja gerade einige Strategien fort. Wir haben die Zeit auch während der Krise genutzt, da ordentlich uns weiterzuentwickeln, aufzustellen, dann richtig herauszustarten, was wir mitnehmen können, sozusagen, bitte. Ja, Salzburg ist, glaube ich, in einer großartigen Ausgangslage. Einige der Punkte wurden schon genannt, aber ich will vielleicht ein paar herausgreifen, warum ich glaube, es ist wirklich ein spannender Ort, um die Dinge zu tun, die wir in Zukunft tun müssen, um nach der Pandemie vielleicht wieder neue Visionen liefern zu können. Wenn man so ein bisschen schaut in die Demografie, auch in Österreich, dann hat man manchmal den Eindruck, wir stehen einer Generation von ein bisschen verzweifelten Millennials gegenüber, die eigentlich nicht so recht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Und man hat den Eindruck, die Pandemie hat das auch noch ein bisschen verstärkt. Das heißt, was wir wohl in Zukunft anbieten müssen, ist, diesen Menschen wieder eine Orientierung zu geben, denen Werte zu geben, die sie gerne leben möchten. Vielleicht auch Wünsche mitgeben, die andere sind, als nur in TikTok zum nächsten Video zu wischen. Und Salzburg hat eine Ausgangsposition, um das zu tun. Salzburg ist eine Kulturhauptstadt in Europa. Jetzt gibt es keine Gesellschaft weltweit ohne Kultur. Aber Salzburg hat eine Kultur, die in einer langen Tradition besteht. Viele würden sagen, viel zu lang, viel zu formell, viel zu sehr an ein aussterbendes altes Publikum gerichtet. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Salzburg hat eine Basis vom Medienbereich über die Festspiele bis zum, sagen wir mal, Spitzenmusikertum des Mozarteums, um eine Wertebasis zur Verfügung zu stellen, die uns in Zukunft Orientierung und Halt gibt. Und damit auch eine Basis zu geben, um Inhalte zu geben, um Prozesse zu starten, um Neues zu schaffen. Wenn es etwas gibt, was ich glaube, dass wir nach der Pandemie wirklich brauchen, dann sind es die Schöpferinnen, und ich meine das genau so, die Schöpferinnen, die unsere Zukunft gestalten. Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, aus dem Material, das überall so verstreut herumliegt, etwas Neues zu machen, die das aktiv gestalten können, die eben Visionen haben, die das auf der Grundlage von Werten machen, die wir teilen. Und ich sage absichtlich Schöpferinnen, weil es ganz wichtig ist, dass Technologiegestaltung nicht nur etwas ist, das Männer machen, sondern das müssen gerade auch Frauen machen. Die müssen mitreden auch, wie soll die Welt in Zukunft aussehen. Salzburg hat eine fantastische Fachhochschule, die im Medienbereich solide Ausbildung liefert. Es gibt, das Mozarteum habe ich schon erwähnt, eine künstlerische Universität. Es gibt eine breit gefächerte Universität, die auf der Basis von Geisteswissenschaften bis hin zu den Computerwissenschaften eigentlich alles hat, was man dafür braucht und das zur Verfügung stellt und in einem tollen neuen Prozess auch an die Gesellschaft weiterbringt, sodass ich wirklich glaube, in Salzburg ist alles da. Man muss es auch kritisch betrachten. Nicht alles ist nur rosig, man muss es auch hinterfragen. Man muss sich auch die Frage stellen, wie liefern wir diese Dinge in Zukunft an ein breites Publikum? Auch hier wieder natürlich über digitale Medien. Aber Salzburg kann das und Salzburg sollte das tun. Vielen Dank. Vielen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Runde. Ich denke, es war eine sehr spannende Diskussion. Ich muss sagen,
Es hat auch sehr viel Kraft in diesem Kreis gegeben in Richtung Zukunft, sodass wir richtig durchstarten. Ich glaube, Salzburg hat viel Dynamik, die wir nutzen können. Und ich glaube, wir können die nächste Zeit wirklich kräftig anpacken und aus Salzburg heraus wirklich einiges mitgestalten. Danke auch für die vielen Hinweise, Zielsetzungen, Visionen und Bilder, die Sie uns mitgegeben haben. Ökosystem ist ganz wichtig, Vernetzung ist ganz wichtig. Die Rolle der Universität am Standort für die Bildung und die kritische Begleitung ist sehr wichtig. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, was Sie gesagt haben, Frau Kopetzky, das Herausarbeiten, die Qualitäten von Salzburg, dass wir nicht ein verstaubter Standort sind, sondern auch für die jungen Talente was zu bieten haben, für eine gewisse Lebensqualität stehen, für Work-Life-Balance stehen. Und gerade auch, sage ich, wenn wir den Nachwuchs in der Universität brauchen oder Fachkräfte ansprechen müssen, glaube ich, dass wir hier einfach noch intensiver unsere Botschaften in den Markt bringen müssen. Vielen Dank, ich freue mich auf den nächsten Media Summit. Herzlichen Dank auch an unsere Partner, die heute mitgeholfen haben, das umzusetzen. Hier im Berg einen Ort, der sehr stark auch transformiert wird von einem klassischen Handelszentrum zu einer sehr modernen Location. Auch das ist Salzburg. Und ich freue mich auf den nächsten Mediensummit mit hoffentlich vielen Berichten, was wir bis dahin alles geschafft haben. Danke, alles Gute, auf Wiedersehen.